wenn Geschichte sich in der Gegenwart trifft. Also irgendwie schon was Besonderes und Außergewöhnliches, weil die Runde gab es so noch nicht. 5 Bundestrainer. Und für mich ist es ja auch bewegend, sage ich einmal. Wenn man in der Konstellation haben wir uns ja noch nicht getroffen. 31 Jahre Bundestrainergeschichte. War ein unheimliches Erlebnis, dass man so in dieser Runde mal zusammengesessen ist. 3 WM-Titel. Klar, vor allem, weil man sich ja auch nicht so oft sieht in der Runde. Ja, man kennt sich so lange und man schätzt sich so lange schon, dass das einfach schön ist, dass man sich in der Runde trifft und sich austauscht. Es ist wie ein Klassentreffen der Fußballelite. Hallo, servus, wie geht's dir? Das gab's noch nie. Bild bringt alle zusammen. Ja. Teamchefs und Titelträger. Ein ganz besonderer Tag. Und jeder von diesen Trainern hätte ja für den deutschen Fußball, für die Entwicklung vom deutschen Fußball, für das Land wahnsinnig viel Impulse gesetzt. Also jeder irgendwie zu seiner Zeit. Und jeder hätte natürlich auch von diesen Trainern irgendwelche interessanten Geschichten auf Lager. So viele Momente. So viele Geschichten haben diese 5 erlebt. Auch gemeinsam. An diesem Tag haben sie ihre Erinnerungen seit 1984 ausgetauscht. Ja, ist ein wundervoller Moment, das ist gar keine Frage, weil es so ein bisschen die Generation dann schildert. Ne? Weil als kleiner Bub hat man bewundert Berti Vogt und Franz Beckenbauer, als sie 74 Weltmeister wurden. Und dann selber als Spieler dann unter ihnen die Karriere und dann selber mal Bundestrainer zu sein. Und das ist einfach schön, wenn man sich da mal in der Runde trifft und sich ein bisschen austauschen kann. Und das sind natürlich schon emotionale Gedanken dann auch in einem drin. Ein ganz besonderer Tag in Frankfurt. Logistisch eine ganz spezielle Herausforderung, alle Termine zu koordinieren. 5 Bundestrainer und ihre Liebe zum Fußball. Mir hat Franz von ganz früher erzählt, was wir ja als Rudi, der Jürgen oder ich, nur als junge, ganz junge Spieler, als Teenager, irgendwie so im Fernsehen sahen. 1974 war so unsere ganz erste bewusste WM. Und da war der Franz der Kapitän und Gerd Müller, Berti Vogt. So. Da gab es natürlich dann auch so hinterher vielleicht so die eine oder andere Anekdote, die der Franz erzählte, die für uns natürlich weit weg war und fern war, die wir nicht kannten, aber immer wieder sehr interessante. Welche innere Kraft hält den deutschen Fußball zusammen, macht ihn so groß? Ich glaube, wenn man dann irgendwo am Tresen steht und erzählt alle Geschichten von früher, dann wenn er auch mal Dinge erzählt, die nicht unbedingt in der Zeitung standen. Erstens einmal ist es erstaunlich, dass wir 5 es nicht geschafft haben, den Fußball in Deutschland, sagen wir mal, auf ein niedriges Niveau zu geben. Ja, das ist uns nicht gelungen. Wir haben es versucht. Pausenlos haben wir es versucht. Aber es ist uns nicht gelungen. Ich glaube, in der Konstellation, wie wir jetzt zusammen sind, ich glaube, das ist zum ersten Mal. Also ich muss eines sagen, ich bin richtig erfreut und richtig stolz darauf. Der Gipfel der deutschen Trainer. Ich fand es einfach eine sensationelle Stunde. Ich fand das eine tolle Idee von der Bild-Zeitung, dass man dazu eingeladen hat. Und ich finde, man sollte das so alle 2 Jahre ruhig nochmal wiederholen. Hier hat sich Fußballgeschichte in der Gegenwart getroffen.